kurz vorm Startschuss versuche ich nochmal ein bisschen runterzukommen, dass ich nicht so zitternd im Startblock sitze. Das Schönste am Sprinten ist einfach die Geschwindigkeit zu fühlen beim Rennen. Und wenn man dann so einen lockeren, leichten Lauf hat, wo man ohne große Anstrengung halt richtig schnell läuft und dann einfach das Gefühl dabei. Ich habe als Kind schon immer gesagt, dass ich Sportler werden möchte, dass ich zu Olympia möchte. Und jetzt gerade nach den letzten 1,5 Jahren bin ich da auch sehr stolz drauf, dass ich das geschafft habe. In Tokio, ich wurde mit der 4x100-Meter-Staffel nominiert. Ich hatte im Dezember 2019 einen Trainingsunfall und habe mir dabei 2 Halswirbel gebrochen und musste operiert werden. Ich hatte sehr viel Glück, es ist alles gut gegangen und nach 3 Wochen nach dem Unfall habe ich schon wieder leichtes Krafttraining gemacht, weil ich alles machen durfte, was die Halswirbelsäule nicht belastet. Und ja, ein halbes Jahr später konnte ich dann wieder Wettkämpfe machen. Ich studiere Unternehmensjura an der Uni Mannheim neben dem Sport. Da ist auch das Sportstipendium eine große Hilfe, einfach bei der Planung, bei der Organisation. Für die Zukunft wünsche ich mir auf jeden Fall mal gesund zu bleiben, weil ich glaube, wenn ich mal ohne Verletzung durch Training komme, dann ist da auch gerade im Sommer noch viel mehr möglich. Und in Zukunft möchte ich dann natürlich auch weiter international starten und auch Einzelstarts haben und natürlich in der Staffel eingesetzt werden und dann natürlich bei möglichst vielen internationalen Meisterschaften mitmachen.